Hey Leute, willkommen zurück zu Goblin Auto Club Manager. Wir haben schon wieder über 80.000 Dollar zusammen. Wir fahren jetzt aber erst noch mal ein paar Rennen und dann geben wir wieder ein bisschen was aus. Und danach werde ich eventuell mal gucken, ob wir da noch wieder was verbessern können von den Setups her. Und wir haben immer noch nicht die neue Strecke gesehen. Also irgendwann muss sie ja mal kommen. Und wenn ich mir das jetzt hier so ansehe. Also auf der Strecke tun wir uns auch ein bisschen schwer. Das hier dürfte eventuell sogar einfacher sein vom Setup her. Ich will mir das jetzt einfach, wobei die Kosten sind ja auch schon bei 1.300. Und das gibt für den ersten Platz gerade mal so 6.000. Das ist jetzt die Frage. Ganz ehrlich, wenn die Kosten hier so hoch sind und hier sehe ich eher eine Chance, dass wir da gewinnen, dann würde ich eher das hier nehmen mit dem leichten Setup. Wir starten auch als Zweiter. Und mit ein bisschen Glück. Er gab einen winzigen Crash. Aber das war absolut okay. Dadurch, dass wir jetzt Erster sind, alles kein Problem. Richtig doof wäre jetzt gewesen. Es hätte einen Crash gegeben und die wären alle dran vorbeigefahren. Und wir hätten richtig viel Schaden kassiert. Die müssen alle schon in die Box. Ja gut, dann könnten wir eigentlich jetzt... Ja, dann fahren wir jetzt auch schon in die Box. Wir haben ganz gut Vorsprung. Und wie ich sagte, das hier mit dem Setup läuft so viel besser. Gut, die Gegner hatten jetzt auch nicht so gute Werte. Aber das muss ja auch nicht immer was bedeuten. Am sichersten ist es eigentlich immer, wenn man es schafft, sich auf den ersten Platz zu setzen und ein bisschen Abstand zu kriegen. Am besten dann noch so viel Abstand, dass man auch noch mal in die Box fahren kann und ist immer noch Erster. Das ist halt das perfekte Szenario. So kann man das einfach runterfahren. Gibt sehr wahrscheinlich auch keinen Unfall mehr, weil wir könnten halt noch gegen irgendeine Wand fahren oder so, aber mit anderen Fahrern wird es sowas halt nicht geben. Gut, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Jetzt haben wir die Strecke wieder. Da fährt der Zweite mit. Das könnte schon wieder ein bisschen schwierig werden. Der zweite Platz sollte eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, locker drin sein bei der Strecke mit dem Güterzug. Das hier ist halt, das wäre vielleicht sogar einfacher. Ich will trotzdem hier fahren. Man könnte ja Glück haben und trotzdem den ersten Platz schaffen. Aber ja, das kann halt auch richtig doof enden. Wir starten jetzt hier noch als Vierter. Also wenn wir jetzt Pech haben sollten mit dem Güterzug, dann ist das Rennen quasi schon gelaufen. Wenn wir hier noch so dranbleiben, dann sehe ich da auch noch Chancen, dass wir auf den Zweiten kommen. Vor allem, wenn er jetzt in die Box muss. Wir können auch so einige Runden fahren, ohne in die Box zu müssen. Es kommt halt so sehr auf diesen Güterzug an. Da ist es mir halt auch lieber, dann fahren wir eher außen rum. Gut, das dauert ein bisschen länger, als dann irgendwie im Güterzug stecken zu bleiben. Weil das dauert halt auch extrem lange, bis er dann mal weiterfährt. Gut, jetzt fahren wir auf jeden Fall nochmal in die Box. Und ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ich würde vielleicht hier jetzt noch einfach mal ein Turbo reinhauen. Offroad-Geschwindigkeitsrekord mit 62 km/h. Aber wir kommen... okay, ja gut. Neue Bestzeit, 64 Sekunden. Der Sieg war auf jeden Fall geschenkt. Normal hätten wir das nicht gewonnen. Ach, die Strecke ist halt schon wieder... Hier können wir, glaube ich, besser abschneiden. Aber hier gibt es für den Zweiten schon 6.200. Der Erste macht hier 7.400. Ich würde es trotzdem hier probieren. Weil eigentlich müssten wir besser abschneiden. Aber dass dann Beschleunigung... Moment, war das Beschleunigung oder Erreichen der Maximalgeschwindigkeit, was das Problem war? Ich glaube, es war die Beschleunigung, oder? Aber das läuft.
Hier gibt es jetzt auch nicht so viele Kurven. Jetzt haue ich hier nochmal ein Turbo rein, weil der zweite kam schon ein bisschen näher. Haben wir auch recht einfach gewonnen. Okay, damit hatte ich jetzt so nicht gerechnet. War auf jeden Fall die richtige Wahl. Jetzt haben wir schon über 100.000. Und wenn wir erstmal Rennen gewinnen, dann ist das jetzt auch nicht so, ist auch nicht so der Druck so groß, irgendwas ändern zu müssen. Das vorletzte Rennen war halt ein bisschen glücklich, aber das war jetzt relativ eindeutig. Und die sind jetzt halt auch alle nicht so gut. Aber 16 Runden ist auf der Strecke mit den Bomben. 16 Runden. Hier fährt halt der 5. mit, aber im Prinzip macht es keinen großen Unterschied, aber hier möchte ich einfach keine, aus der Strecke möchte ich keine 16 Runden fahren. Nicht hier mit dem Setup, nicht bei so wenig Gewicht. Und die anderen Setups, die haben wir ja auch ausprobiert auf der Strecke. Das, dann schneiden wir halt nicht so gut ab, das ist dann halt das andere Problem. Und so wirklich schützen kann man sich bei den Explosionen durch mehr Gewicht dann auch wieder nicht. Weil wenn dann auf einmal irgendwie drei Bomben gleichzeitig explodieren und man ist da gerade, da kriegt man trotzdem massiven Schaden. Dann würde ich halt auch eher Abstand davon nehmen zu sagen, okay, wir brauchen ein schweres Setup, weil dann so können wir mehr aushalten. Weil wie gesagt, wenn es halt mehrere Bomben sind, die dann gleichzeitig explodieren und man kriegt von allen den Schaden, dann ist halt auch mit einem schweren Setup jetzt da schon schwierig. Und gerade diese Mischung aus diesen Bomben, die Schaden machen, dass man ja nicht wirklich steuern kann. Und diesen vielen Kurven, das beißt sich natürlich beides, weil ein schweres Setup braucht dann wieder auch mehr andere Werte und ist generell erstmal schwerer dann auch vernünftig zu fahren, wegen der vielen Kurven. Da bringt das dann auch nicht so wirklich, dass man halt mehr aushält. Wie gesagt, wenn es blöd läuft, muss man trotzdem sofort in die Box fahren als nächstes. Weil das Risiko ist auch halt zu groß, ne? Wenn ich irgendwie unter 50% Leben dann habe und dann fängt eine neue Runde, wird eine neue Runde anfangen, wenn ich dann nochmal irgendwie ein paar Explosionen abkriege, dann ist halt auch sehr schnell vorbei. Das war jetzt so noch nicht der Fall, aber das ist halt, ich glaube, einmal waren wir so, war es ungefähr mal so in der Richtung, aber das ist halt natürlich extrem, ist ein extremes Risiko. Aber ich finde es halt auch irgendwie gut, weil bei den anderen konnte man immer so sagen, okay, so 30%, vielleicht 20% fahre ich dann in die Box. Das geht eigentlich in den meisten Fällen. Das muss man halt bei der Strecke dann wirklich anders machen. 12 Runden. Okay. 19 Runden. Ja. Okay. Die sind jetzt auch alle nicht so schwer unterwegs. Oder ich muss mich mehr an den Gegnern orientieren. Aber ich würde trotzdem sagen, das hat bisher am besten funktioniert. Dann machen wir das auch. Starten wir auch noch als Vierter. Dann noch auf der Strecke. Und wir nehmen wieder die mittlere Geschwindigkeit. Ich meine, wir sind jetzt Vierter. Also wenn wir Glück haben mit den Bomben. Ah, das, okay, das war ja jetzt totaler Mist. Oh mein Gott, jetzt müssen wir auf jeden Fall in die Box. Das könnte jetzt, genau so eine Situation meine ich. Wenn da noch eine Bombe gewesen wäre, was ist das denn? Die können alle kein Auto fahren. Ich fahre jetzt hier nochmal. Ja, klar. Und die machen halt auch so viele Unfälle. Ja, bitte? Was war das denn? Und ich werde das in Zukunft auch beibehalten, dass wir das hier auf mittlere Geschwindigkeit laufen lassen, weil schnell geht halt nicht. So schnell kann ich nicht reagieren. Oh, bitte. Ja, genau. Also nicht, dass diese Bombenexplosionen alleine reichen würden. Nein, wir müssen halt mit allen aneinander geraten.
Jetzt könnte man sagen, okay, der soll auch total aggressiv fahren, ja, aber irgendwie. Wir hatten bisher auch verdächtig oft hier Unfälle auf der Strecke. Ich fahre jetzt trotzdem erst noch mal eine Runde weiter, auch wenn das jetzt riskant ist. Es ist riskant, ja, okay. Fahren jetzt noch mal in die Box. Dann haben wir noch eine Runde, die müssen nämlich auch in die Box. Und dann können wir... Oh, das ist... Okay, er fährt außen rum. Das ist auch mit die Strecke, auf der man am meisten Glück braucht. Gut, dann können wir jetzt noch mal eben schauen, gibt es was Neues? Nein, dann würde ich erstmal ein paar Teile kaufen. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, wir sehen mal die neue Strecke, aber irgendwie, die will einfach nicht. Karen nehmen wir auf jeden Fall mit. Die anderen Sachen auch, damit müssen wir uns erstmal nicht so aufhalten. Das schauen wir uns dann an, wenn wir die Teile austauschen oder mal gucken, ob sich irgendwas dann noch verbessern lässt zusätzlich. Rotkopf nehmen wir natürlich auch mit. So, Steak für 2 Dollar. Das ist dann voll. G-Team kriegen wir auch ein Upgrade. Nehme ich auch gerne mit. So, Hubs. Der kann sehr aggressiv fahren und hat Bremskraft. Aber ein leichtes Minus auf Turbo. Das ist eigentlich auch... Ja, okay. Ach, verdammt. Ja, okay, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Weil ich hier auch nicht so viel Zeit verplempern will. Vor allem, wenn wir gleich nochmal in die Setups reinschauen. Hornet. Okay. Also ich habe schon vor, auch dann vielleicht F11 zu nehmen. Für diese Strecken, für die wir Bodenhaftung brauchen und die viele Kurven natürlich auch haben. Aber Offroad hat eigentlich eher Priorität. So, das lassen wir jetzt erstmal, auch wenn wir das noch kaufen könnten. Soll mir das erstmal recht sein? Gut, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie sieht denn das hier aus? Da würden wir schon viel Leistung verlieren. Oder das wäre vielleicht auch noch was für Offroad. Gut, aber auf jeden Fall, wo haben wir denn hier? Verlieren wir Leistung, haben wir mehr Bodenhaftung, mehr Wendekreis. Würde ich sogar eher nehmen, glaube ich. Mehr Bodenhaftung, mehr Wendekreis, ein bisschen weniger Leistung. Dann sind wir immer noch ein bisschen über dem Durchschnitt. Ich würde das dann damit erstmal probieren. So, das müssen wir mal ganz kurz speichern. Und Moment, dann brauchen wir hier einmal Offroad und wir brauchen eigentlich beides so ein bisschen. Aber, ja, ich würde eigentlich schon eher... Da weiß ich jetzt gerade nicht so, was denn da besser wäre. Gut, da verlieren wir Gewicht, da verlieren wir Leistung. Bodenhaftung gewinnen ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Das ist halt auch kein guter Tausch bei den ganzen Sachen hier. Das hier wäre vielleicht noch was. Dann würden wir das mal ausprobieren. Damit hätten wir halt einen sehr hohen Offroad-Wert, aber das ist... Verlieren wir auch zu viel Leistung. Das Reh ist halt so ein bisschen... Wir brauchen halt für das Offroad-Setup keine Bodenhaftung. Deswegen... Ich würde es einfach mal damit probieren und dann können wir nochmal gucken, ob wir hier ein bisschen was... Da würden wir halt Offroad ganz schön verlieren mit Karen. Wendekreis kriegen wir mehr. Das wäre vielleicht was, weil Offroad ist halt schon... Der Wert ist halt schon echt hoch. Ich würde es vielleicht mal probieren, weil sie kann dann auch relativ offensiv fahren. Gewicht ist jetzt nur noch bei der Hälfte.
Und können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung kriegen? Das würde das Gewicht halt auch stark reduzieren. Ich glaube, verlieren wir halt Bremsleistung und kriegen noch mehr Gewicht. Das ist halt auch nicht so wirklich eine gute Idee. Da können wir Bodenhaftung kriegen. Ist halt auch keine gute Idee, glaube ich. Wir probieren das jetzt erstmal so aus, würde ich sagen. Den ganzen Sachen würden wir, ja, würde ich halt wieder das verlieren. Jetzt haben wir Luftwiderstand auf 35 und Leistung auf 32. Ich würde es einfach mal so probieren. Rollwiderstand auf 25. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, wenn man eine Möglichkeit finden könnte, Beschleunigung zu verbessern. Verlieren wir halt Wende. Das wäre gar nicht mal so blöd, glaube ich. Weil Wendekreis für diese Offroad-Stärken, wir haben halt auch einen relativ hohen Wert, was das angeht. Ich glaube, da könnten wir auch ein bisschen weniger verkraften. Verlieren wir noch ein bisschen Gewicht Offroad? Oder wir machen, ich würde X-Bar nehmen. So, dann können wir das auch hier einmal speichern. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert. Aber erstmal testen wir F11 gegen die hier. Ich müsste halt schon so einen, glaube ich, Leistungswert von, also wenn wir hier schon sehen, der 14, der hat schon so einen Leistungswert von auf jeden Fall über 25, eher so 30. Der Start war halt wieder ein bisschen blöd durch den Crash. Und wir sind Dritter. Das ist natürlich eine blöde Kombination. Jetzt haben wir noch so 30% gerade. Konnten wir uns dann vorbeischieben. Unfall darf jetzt eigentlich nicht passieren. Wir fahren jetzt auf jeden Fall schon mal in die Box, weil das ist mir zu riskant. Die müssen jetzt auch, ja, das hätte er jetzt wieder vermeiden können. Warum da nochmal unbedingt einen Unfall verursachen? Gut, er fährt halt auch total aggressiv. Aber das hat ja in der Vergangenheit auch schon besser funktioniert. So, er fährt jetzt noch eine Runde. Aber dann müssen wir halt trotzdem in die Box. Weil ich kann das halt auch nicht bis zum Ende durchfahren. Aber wir bleiben am ersten dran. Und vielleicht kommen wir genau nochmal dran vorbei. Und jetzt fahren wir das auch zu Ende. Hätte ich jetzt direkt vor mir nochmal zum Beispiel den vierten, würde ich eventuell an der Stelle nochmal in die Box fahren, einfach aus Sicherheitsgründen, weil mir das Risiko zu hoch wäre, da nochmal einen Crash zu bauen. Dann gar nicht mehr vorwärts zu kommen. Aber so ist das eigentlich. Gefühlt ist das auch jetzt besser. Gut, hier hätten wir knapp 10.000, da können wir das Setup mal ausprobieren. Die erste fährt hier aber auch mit und der hat halt so eine hohe Leistung. Wollen wir mal gucken, die haben alle nicht so viel Gewicht. Vielleicht könnte ich noch ein bisschen Gewicht eintauschen für mehr Leistung. Das wäre vielleicht eine Option. Also erster werden wir da nicht, dann hätten wir eher Chancen hier zu gewinnen. Aber ich will trotzdem mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Wie sich das so schlägt. Das Problem ist halt, sieht man jetzt sehr gut, er hat halt so viel Leistung. Der fährt uns einfach davon. Wir fahren jetzt noch mal eine Runde. Und dann würde ich auf jeden Fall mal kurz in die Box fahren. Weil der halt auch zu dicht dran war. Jetzt wird's halt. Nein! Okay. Gut, aber er wäre wahrscheinlich eh so oder so in Güterzug gefahren. Ärgerlich. Ich könnte jetzt versuchen,
Ja, wir fahren das jetzt zu Ende. Als Dritter, ich weiß nicht, ob der Unfall da eben, ob die zwei Unfälle da noch einen Unterschied gemacht hätten, wären die nicht passiert. Bin ich mir echt nicht so sicher. Jetzt haben wir schon wieder knapp $35.000 zusammen, sind auf Rang 11. Und dann testen wir das nächstes Mal noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.